Der Buschmann ist nicht von den Wasserlöchern abhängig. Seine Ahnen hatten Jahrtausende Zeit, sich der Kalahari anzupassen. Er braucht nur sehr wenig Flüssigkeit und weiß, wo er sie finden kann. Ein unbedeutend aussehender trockener Zweig sagt ihm, wo er graben muss. Jeder andere würde in dieser tückischen Wüste, die so gar nicht wie eine Wüste aussieht, in wenigen Tagen sterben. Aber er kann monatelang am Leben bleiben. Er gräbt eine Knollenwurzel aus, die nichts als ein solider Holzklumpen mit harten, lediglich feuchten Fasern ist. Der zivilisierte Mensch würde eine komplizierte Technologie und Maschinerie benötigen, um Wasser daraus zu holen. Er aber benutzt nur das einfachste aller Werkzeuge. Sein Schaber ist ein Stock, der gespalten ist, damit er einen scharfen Rand bekommt. Und so produziert er einige trocken aussehende Späne. Man nehme eine Handvoll, ziele mit dem Daumen auf den Mund, drücke sehr fest und warte. Die Paviane haben immer einen geheimen Wasservorrat, aber sie denken nicht daran, ihn zu verraten. Und wenn sich ein Machalahari auf einen Jagdausflug in die tiefe Kalahari wagt, muss er Wasser finden, weil er es nicht, wie der Buschmann versteht, Flüssigkeit aus einer Wurzel zu saugen. Er hat aber seine eigene Methode herauszufinden, wo es Wasser gibt. Wenn er sicher ist, dass ihn ein Pavian beobachtet, bohrt er mühsam ein Loch in einen riesigen Termitenbau, weil er die unstillbare Neugier der Paviane kennt. Als nächstes steckt er einige Wildmelonensamen in das Loch und bearbeitet sie so, dass sie in einen Hohlraum fallen. Dann schlendert er davon, in dem Wissen, dass der Pavian vor Neugier brennt. Der Pavian traut dem menschlichen Wesen schon gar nicht, also spielt er den Uninteressierten. Aber er muss einfach wissen, was in dem verflixten Loch ist. Schließlich hält es Herr Neugier einfach nicht mehr aus. Was ist da drin? Er greift hinein, packt eine Faust voll und jetzt ist seine Hand zum Herausziehen zu groß. Wenn er so vernünftig wäre, die Samen fallen zu lassen, könnte er seine Hand wieder herausziehen. Jetzt lässt er los, wo es zu spät ist. Das war eine schlaue Art, einen Pavian zu fangen, aber nun muss er ihn auch noch zum Sprechen bringen. Er weiß, dass Salz in diesem Gebiet sehr knapp ist und dass der Pavian diese Klumpen wie Bonbons herunterschlucken wird. Es ist für ihn ein solcher Hochgenuss, dass er dabei vergisst, dass er unter Arrest steht und dass er sehr bald ein sehr, sehr durstiger Pavian sein wird. Am nächsten Morgen sieht sich der Machalahari seinen Gefangenen näher an. Vielleicht ist er zum Sprechen bereit. Er kommt zu dem Schluss, dass die Gehirnwäsche erfolgreich war und lässt ihn frei, da er weiß, dass es den Pavian in seinem Zustand nicht mehr interessiert, wer ihm zu dem geheimen Wasservorrat folgt.